Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Charles und ich begrüße dich zurück in einem Video zu Rainbow Six Extraction. Heute wieder mit Solo-Gameplay, denn man kann es auch Solo spielen, ja, und deswegen schmeißen wir uns gleich mal rein. Ich selbst bin Level 8, ja, Fortschritt auf Level 8, ja, ist noch nicht so weit, aber es ist okay. Ich werde mal auswählen und zwar ein bisschen San Francisco und zwar nehmen wir mal die Enterprise Space Foundation und hier werden wir uns mal in den moderaten Modus mal reingrooven. Warum moderat im Moment? Ja, weil es so ist. Kommentiertes Gameplay ist für mich am besten, glaube ich, moderat zu spielen. Ja, also ich muss mich jetzt selbst auch an das Spiel gewöhnen. Hier müssen wir mal eine Zielperson evakuieren, dann ein Elite-Ziel fangen und ein Elite-Ziel besiegen. Ja, also machbar, denke ich mal. Ja, mal schauen, ob wir bis zum Schluss kommen. Kommt davon an, wie viel Leben uns überbleibt. Also das hängt immer davon ab, wie viel Lebenspunkte wir haben. Ich spiele es wieder mit Leon. Spiel hier mit einem Kampfgewehr. Nehme noch mit. Und zwar eine Kontaktgranate werden wir mitnehmen. Rüstung haben wir angelegt. Passt. Ja, also rein ins Gameplay. Ich hoffe, ihr seid interessiert an dem Video, wenn das so ist, und an dem Spiel dann das Abo nicht vergessen. Ja, also jetzt habt ihr Zeit zu klicken, während es lädt. Ja. So, okay, Enterprise Space Foundation. Ich kenne die Map noch nicht komplett. Ja, also ich bin selbst noch daran, die Maps zu lernen. Haben hier jetzt eine Zielperson, die wir evakuieren müssen. Und hier weiß ich, da müssen wir relativ schnell sein. Denn sobald sie uns bemerken, kriegt die Zielperson eine drüber. Also hier muss man schon recht zügig unterwegs sein. Denn die rächen sich da relativ fix an unsere Zielperson. So gut es geht, leise sein. Denn alles, was irgendwie Krach macht, ist nicht so genial. Mal schauen, dass wir schnell sind, weil ich glaube sicher, da steht einer dabei. Ja, ja. Da steht noch einer. Okay, so, den zuerst mal warten. Zuerst mal die Dinger hier weg. Takedownen. Denn ich habe keinen Bock, dass hier irgendwas nachspawnt. Muss auch nicht so sein. Und geilerweise gleich mal Medikit mitnehmen. So, Medikits vorher nehmen, nicht nachher. Ganz wichtig. So, wo ist denn eigentlich die Zone, da hinten, 49 Meter, okay. Zielperson mitkommen, eskortieren, warum auch immer, nehme ich ihn an der Hand. Ich weiß nicht warum, er kann mir nicht normal folgen, aber es ist okay. Wir werden aber den kürzesten und einfachsten Weg mal gehen. Hier hat uns schon, glaube ich, wieder getriggert. Passt mal. Da schleicht noch einer. Jetzt nicht mehr. Hier will einer durch die Wand. Jo. Ja, also hier ist schon ein bisschen anders als im Demo-Modus. Also im Tutorial, wie man sieht. Schon ein bisschen fixer. Wir haben auch mehr Gegner. Ja, also. Den müssen wir jetzt mal, warum auch immer, auch in die Kapsel reinschmeißen. Why not? Also rein mit ihm. Tschüss. Tschüss, mein Freund. So, das heißt, wir hätten das erste Mal erreicht. Okay. Jetzt haben wir die Möglichkeit, natürlich hier noch ein bisschen EP zu machen. Ein paar Dinger zu zerstören, was wir so am Weg finden. Ich werde hier noch nur ein paar mitmachen. Einfach die mitnehmen. Das sind zwar nur. Naja, es sind doch 75. Oh, 70 EP. Und schauen wir, dass wir jetzt zur Schleuse kommen, nicht zum Abflug. Ich habe in meinem letzten Video Abflugszone gesagt. Nein, zur Schleuse müssen wir natürlich. Immer schön auch mit Kopfhörer spielen, weil sonst hört ihr die Teile nämlich nicht. Die schlurfen nämlich, so wie der hier. Also nicht sehr angenehm. Sehr unangenehmes Geräusch eigentlich. So, okay, das heißt, wir können uns in die nächste Zone begeben.
Zuerst nehmen wir die EP hier noch mit. Ja, EP mitgenommen. Zone. Bleib bei dem, was zumachen nicht vergessen. Und ja. Immer weiter. Wenn man Tür aufmacht, muss man zumachen. So, hier wir sind voll geboostet. Alles aufladen. Munition haben wir keine hier. Aber gut, Munition wäre nicht schlecht schon langsam. So, und jetzt müssen wir schauen, was wir zu tun haben. Ich glaube, wir müssen den Typen fangen. Das heißt, wir müssen ein Elite-Ziel fangen. Das müsste eigentlich sein, aber ich weiß noch nicht, wo die Abflugzone ist. Die ist da hinten. Hier ist er, ja. Und jetzt mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Ich hoffe mal, der kommt mit. Kommt er mit? Jo, er kommt mit. Ich kenne nur den Weg nicht, ich kenne die Map nicht. Kommst du? Machen wir deine Freunde hier. Kommst du oder nicht? Wow. Okay, der bleibt stehen, das heißt, ich muss den nochmal triggern. Weil sonst hat er keinen Bock mehr. Jetzt haut er wieder ab. Wir müssen den hier mitnehmen. Oh, die Teile hier auch wegmachen. Ah, ich höre was. Wo ist denn der Wüter jetzt? Wenn da den rum? Hin. Komm mit! Alter, komm mit! Wir müssen hier raus. Hallo? Gegner? Wüter? Ich? Ja, komm mit. Ja, du bist ganz schön fett. Alter, du machst Geräusche, das gibt's nicht. Kommst du? Jo, ja, ja, komm. Ja, komm, Manni, alles kaputt. Komm mit. Oh, deine Freunde nerven mich aber. Ich hab zu viele Freunde hier gefunden. Jetzt geht's aber ab hier. Das glaube ich vorher machen sollen. So, wir aktivieren das jetzt mal schnell. So, er muss nämlich hier hin. Das Ding werden wir auch noch wegschießen hier. Wo bist du denn? Ja, ja. So, das Ding aktivieren. Und er muss da rein. Komm, 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 komm. Ja, danke schön. Okay, wir haben den mal gefangen. Okay, Ziel 2 erledigt. Okay, wie sieht's aus? Leben haben wir noch. Was ist das dritte? Elite-Ziel besiegen. Das ist fies. Vor allem, ich habe keine Munition. Naja, ich brauche Munition. Ich muss mal schauen, hier wo Munition rumliegt. So, okay, den haben wir gefangen. Okay, hier können wir eh nicht weiter. Wir müssen eh woanders hin. Ab. Aber ich muss zugeben, mir gefällt das Spiel. Ich muss zugeben. Anfangs wusste ich noch nicht so ganz, weil das ist ein bisschen so. Weil ich mag eigentlich nicht so Spiele mit irgendwelchen Zombies oder so Zeug. Aber ich empfinde das nicht als Zombies gerade. Sind irgend so Mutationen? Ich weiß nicht. Oh, Muni. Muni, Muni, Muni. Mit. Die sind auch gemein, die Teile hier. Die sind auch richtig fies. Es gibt dann auch noch so Bodenschleime und so weiter bei den höheren Schwierigkeitsstufen. Also ich spiele jetzt ja moderat, ne? Ihr könnt weiter zur nächsten Subzone. Ach, hier gibt es nichts Spannendes mehr. Hier muss ich durch, oder was? Ja, hier muss ich durch. Ah, hier. Ah, ja, ja. Live, 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 live. Ah, das Teil werden wir auch noch von der Decke holen schnell. War noch irgendwo ein Gegner. Jo. Zwei sogar. Drei. Vier. Wo ist der richtige Farm? Dingens hier, ey. Unpackbar. Aua. Ah, das war das gelbe Zeug hier gerade. Ekelhaft. Wie schaut es denn mit EP aus eigentlich bis jetzt? Na, jetzt noch. Wie sieht es denn aus? Wir haben bis jetzt 3800. Naja, ist noch nicht so viel. Na, probieren wir es. Mehr als dass man verlieren kann nicht passieren, ne?
Dann müssen wir den Typ wieder wiederholen. Dranbleiben. Siehst du? Auf das war ich nicht gefasst. Irgendwas ist da drinnen gerade explodiert. Das war nicht so nett. Danke, dass du mir Fallen einbaust. Finde ich super Spiel. Mag ich gar nicht. Also man darf sich nie zu sicher sein. Das war gerade dann. Ja. War nicht so, ne? So, okay. Nächste. Und jetzt müssen wir ein Elite-Ziel machen. Ich schau mal, wie es läuft. Wenn nicht, lasse ich mich ausfliegen. Ich sag's ehrlich, so wie es ist. Weil ich will lieber die EP mitnehmen. Das ist schlecht für unsere Einwirkungsmaßnahmen. Erledige ein paar, damit sich der Elite zeigt. Denn die EP hätte ich schon gern. Plus, ich will nicht meinen Operator verlieren, um ehrlich zu sein. Man muss also ein bisschen abwiegen. Geht oder geht nicht. Es kann schneller vorbei sein, als man denkt. Leise. Da, ja. Ein Kumpel des Elite. Aha, da oben ist ein Kumpel vom Elite. Okay, also ich muss da. Ich komme da nicht nach oben, ne? Also hier haben wir schon mal. Ich muss drei von den Typen da eliminieren. Dass der Elite spawnt. Also einen hätten wir schon mal. Die Maps an sich sehr geil gemacht, finde ich. Der ist jetzt da reingegangen. Bist du oben? Bist du reingegangen, alter Schwede? Wo bist du? Hier. Aber du bist aber leider kein Freund von Elite. Leider. Das Ding da oben könnten wir auch noch wegschießen. Sonst spawnen die nämlich da oben. I don't like. Ziel wäre nicht schlecht. Hier ist noch ein Freund. Das war der zweite. Ich lade jetzt nach. Ich bräuchte jetzt noch den dritten. Nichts für schwache Nerven, das Spiel, ja. Also ich bin schon ein paar Mal erschrocken. Ich gebe es ehrlich zu. Wenn plötzlich irgendwer hinter dir spawnt, das ist nicht so nett. Noch Zeit, 12 Minuten, das passt. Hier ist der dritte. Jetzt muss irgendwo der Elite auftauchen. Das Jagdziel. Jetzt den müssen wir jetzt nur mehr finden, ne? Nur mehr erledigen. Ja, nur mehr ist gut. Es ist so ein echt starker Penner. Hier, siehst du? Weil man schreit die ganze Zeit, wie man sieht. Hab ich mir fast gedacht. Und der hält echt viel aus. Und seine Freunde auch. Oh ja, ja, ja. Ah, I know it, I know it, I know it. Ja, und ich habe nur mal ein Life. Das meine ich damit. Ich bin im Arsch. Schnell ausfliegen, wenn es geht. Weil sonst sind meine IP weg. Schnell weg, Charles. Ich habe nur mal ein Leben. Also hier weiß ich noch nicht. Diese Elite-Ziele, die sind echte Penner. Das sind richtige Penner. Aber die sind richtig, richtig stark, meiner Meinung nach. Aber vielleicht habe ich auch die falsche Knarre oder die falsche Taktik. Schreibt es in die Kommentare. Aber ich fliege mich mal aus mit einem Restleben. Ein Restleben. Ja. Also, und das auf moderat. Aber gut, ich bin nicht der Profi in solchen Spielen. Ich gebe es ehrlich zu. Aber trotz allem, wir haben EP bekommen. Die Jagd haben wir nicht geschafft, aber wir sind zufrieden. 4.500 plus Bonus. Ist aber nicht schlecht. Sind 8.600. Das passt. Level 7 hat er und ich kann weiter leveln. Statistik kann man sich dann auch immer anschauen, was man so geschafft hat. Und natürlich bestätigen. Jetzt kommt noch das mein eigener Level noch. Mein Fortschritt.
Der kommt hier. Also der ist mal aufgestiegen. Aufladeboost bekommen wir. Verbesserung. Eine Rüstung. Cool. Ich bekomme ein bisschen was. Und jetzt Teamgesundheit. Und das ist eigentlich wichtig. Nur er ist jetzt out of order. Weil er hat Nummer 1 gehabt. Also er ist verletzt. Ich muss jetzt mit anderen spielen. Um ihn dann wieder diese TP-Punkte aufzuladen. Also ich kriege jetzt für alle TP dazu, aber er halt nicht. Ja, wie man sieht, der bleibt so, wie er ist. Und muss jetzt mit wem anderen spielen. Aber es ist mir lieber, als ich hätte ihn verloren. Also wenn ich hier reinschaue, man sieht, er hat Nummer 1. Ja, also eine ist übergeblieben. Ja, somit, ich hoffe, dieses Gameplay hat euch gefallen. Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen. Und schreibt es mal rein, ob ihr noch was sehen wollt, was ihr sehen wollt. Ja, ein bisschen auch Coop-Gameplay werde ich auch hochladen. Und somit, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.